Gegen Ende des Jahres 2008 kam ich eines Tages spätabends nach Hause und traf meine Mutter allein und mit verheulten Augen in der Küche an. Als ich sie fragte, was los sei, verschlug mir ihre Antwort die Sprache. Mein Vater hatte sie verlassen. Es gab bis dahin absolut keinen Hinweis darauf, dass er in der Ehe unglücklich war oder dass sonst etwas falsch lief. Doch an diesem Nachmittag, während ich unterwegs war, hatte er einige Dinge gepackt, meiner Mutter gesagt, dass er gehen würde und ist dann einfach verschwunden. Ich erzähle dies nur, da es erklärt, warum meine Mutter und meine Schwester Weihnachten nicht in unserem Haus verbringen wollten. Diese familienorientierte Zeit des Jahres wäre für sie in diesem Moment viel zu hart gewesen. Daher sind sie einfach für einen Monat nach Mexiko gefahren, um sich zu entspannen. Der Punkt ist, ich war über Weihnachten und Neujahr allein. Weihnachten war langweilig. Ich erkannte schnell, dass die beiden absolut richtig damit lagen, diese Zeit des Jahres nicht in unserem Haus zu verbringen. Für den Neujahrsabend entschied ich also, eine kleine Party für mich und meine Freunde zu schmeißen. In der Hoffnung, so die Traurigkeit loszuwerden, die mein Vater hinterlassen hatte, als er uns verließ. In der Nacht endeten also 20 bis 30 meiner Freunde besoffen im Haus meiner Eltern, hörten Musik oder spielten Xbox. Es war ein entspannter Abend mit den Freunden, mit denen ich mich gut verstand. Die Nacht begann wirklich gut und half mir dabei, für einige Zeit den Kopf frei zu bekommen. Wir zogen die Nummer mit dem Neujahrs-Countdown durch, zündeten ein paar Raketen an und hatten eine tolle Zeit zusammen. Jedoch wurden alle immer betrunkener und alles geriet etwas außer Kontrolle. Viele mussten sich übergeben, machten im zweiten Schlafzimmer miteinander rum oder stritten sich. Die beiden, die sich begannen zu streiten, waren mein Kumpel Chris und seine derzeitige Freundin, ein Mädchen namens Katie. Soweit ich es verstand, dachte Katie, Chris hätte mit einer gemeinsamen Freundin geflirtet. Damit hatte sie ein Problem. Chris bestand darauf, dass er nur freundlich gewesen sei und sie sich keine Sorgen machen müsse. Aber Katie wollte unbedingt weiter diskutieren. Er würde sie betrügen, bla bla bla. Ihr wisst, wie Drama unter Teenagern ist. Ich weiß jetzt, dass Chris wirklich verliebt in sie war. Daher war es kein normaler Streit. Es war eher so, dass er sie anflehte, vernünftig zu sein und jetzt nicht grundlos mit ihm Schluss zu machen, nur weil sie dachte, er würde mit jemandem flirten. Er schwor ihr, dass er so etwas nie machen würde, dass sie die Einzige für ihn wäre und wie sehr er sie liebte. All diese romantischen, theatralischen Dinge, die man von jungen Pärchen erwartete. Aber es ging mich ja nicht wirklich etwas an. Also haben die übrigen Partygäste und ich sie allein gelassen, in der Hoffnung, die Party entspannt fortsetzen zu können. Etwas später fand ich dann Chris im Garten. Er war dabei, eine Flasche Wodka allein zu vernichten. Ich ging zu ihm, um zu fragen, ob er okay sei. Und er heulte nur noch und war komplett betrunken. Er sagte, Katie hätte ihn verlassen und sei nach Hause gegangen. Ich versuchte, ein guter Freund zu sein und ihn so gut wie möglich zu beruhigen. Katie war wahrscheinlich selbst betrunken und überemotional gewesen. Daher war die Chance hoch, dass die beiden in den nächsten Tagen wieder zusammenkommen würden, sobald sie ihren Fehler bemerkten. Chris war sich jedoch sicher. Sie war weg und die beiden würden auch nicht wieder zusammenkommen. Alles, was ich tun konnte, war, ihm hochzuhelfen und ihn zu umarmen. Der arme Kerl war wirklich in einem miesen Zustand. Doch ich konnte ihn überzeugen, den Wodka herzugeben und sich etwas hinzulegen. So konnte er etwas ausnüchtern, bevor er nach Hause ging. Er gab mir recht und ich deckte ihn zu und ließ ihn in meinem Zimmer allein. Etwa eine Stunde später wurde die Party ruhiger. Die übrigen Gäste entspannten zusammen im Wohnzimmer, als jemand aufstand, um zur Toilette zu gehen. Ein paar Sekunden später kam er wieder und erklärte, dass sich im Bad jemand übergab und fragte, ob er in den Garten pinkeln könnte. Ich sagte natürlich nein. Ich wollte nicht, dass jemand auf die Blumen meiner Mutter pinkelt. Also ging ich nach oben, um die Person aus dem Bad zu holen. Als ich im oberen Stockwerk war, konnte ich jemanden auf der anderen Seite der verschlossenen Tür würgen hören. Meine Freundin Julia kam etwas sorgenvoll zu mir. Und zusammen versuchten wir, mit der Person im Bad zu reden. Nach kurzer Zeit merkte ich, dass die Tür zu meinem Zimmer offen stand. Genau wie ein Schrank im ersten Stock. Ich schaute in mein Zimmer und sah, dass das Bett leer war. Es war also offensichtlich Chris, der sich im Bad übergeben musste, da er zu viel Wodka getrunken hatte. Ich schloss meine Zimmertür und wollte dann auch die Tür des Schrankes schließen, in dem meine Mutter ihre Putzutensilien aufbewahrte. Mein erster Gedanke war, dass Chris die Tür geöffnet haben musste, da er im betrunkenen Zustand dachte, es sei das Bad. Doch ich bemerkte etwas, dessen Wichtigkeit ich in diesem Moment noch nicht richtig verstand.
Die Putzmittel, die meine Mutter normalerweise ordentlich aufbewahrte, lagen überall auf dem Boden herum. Es waren keine Flüssigkeiten ausgelaufen. Sie waren nur alle durcheinander, als hätte sie jemand durchgewühlt. Während ich mich noch fragte, wer so etwas getan haben könnte, rief Julia nach mir. Die Person, die sich im Bad eingeschlossen hatte, vermutlich Chris, war plötzlich leise geworden. Und er antwortete nicht mehr. In diesem Moment verstand ich es. Aggressives Übergeben, fehlendes Putzmittel. Chris wollte sich selbst umbringen. Ich rannte so schnell ich konnte zum Bad und versuchte, die Tür aus den Angeln zu treten. Julia schrie vor Schreck über meine Aggressivität und die Leute aus dem Wohnzimmer kamen langsam nach oben und schauten verwirrt von der Treppe aus zu. Die ganze Nacht über hatte ich genau darauf geachtet, dass nicht im Haus geraucht wurde, dass niemand in den Garten pinkelte und dass die Gäste nichts verschütteten. Und nun trat ich meine eigene Badezimmertür ein. Die Tür war zu schwer, um sie tatsächlich aus den Angeln zu treten, aber ich schaffte es, ein Loch in das Holz zu schlagen. Als ich in den Raum sehen konnte, sah ich Chris neben einer Flasche Bleiche liegen. Überall um ihn herum war rosa Erbrochenes, auf dem Waschbecken, den Fliesen und seinen Klamotten. Da er die Bleiche zu sich genommen hatte, wurde sein Magen verletzt. Er hatte Blut erbrochen. Wir waren alle komplett verstört und dachten, er würde sterben. Sofort riefen wir einen Krankenwagen. Chris wurde der Magen ausgepumpt und er überlebte. Es dauerte jedoch lange, bis er sich wieder erholt hatte. Durch das Erbrechen hatten die giftigen Gase seine Lunge beschädigt oder so. Ich bin kein Arzt, also regt euch nicht auf, falls die Details nicht ganz stimmen. Er hatte auf jeden Fall Probleme beim Essen, Trinken und Atmen für mindestens einen Monat. 12 Jahre später erinnere ich mich immer noch genau an den Vorfall und ich glaube, dass es Chris genauso geht. Soweit ich weiß, hat er nie wieder Wodka getrunken. Der Geruch von Alkohol erinnert mich an diese Nacht. Ich will nicht wissen, welche schrecklichen Erinnerungen er in ihm weckt. Dieser Zwischenfall ist meiner Mutter vor mehr als 20 Jahren passiert, als ich noch nicht geboren war. Sie arbeitete im örtlichen Pub. Da die Stadt an der Küste von Westaustralien lag, bediente sie hauptsächlich Fischer. Sie kannte die meisten Personen, die auf einen Drink oder etwas zu essen vorbeikamen. Aber natürlich kamen auch immer wieder Menschen aus der Stadt in den Pub. Sie erzählte mir, dass sie einen bestimmten Gast schon von einigen Hauspartys in der Gegend kannte und er immer versuchte, während ihrer Schicht mit ihr zu reden. Meistens entschuldigte sie sich und arbeitete weiter. Eines Abends beendete sie ihre Schicht gegen Mitternacht und lief dann nach Hause, da der Weg nur wenige Kilometer lang war. Sie wohnte mit ein paar Mitbewohnern zusammen, alle von ihnen Typen. Als sie nach Hause kam, beschloss sie zunächst einmal zu duschen. Auf dem Weg zurück in ihr Zimmer merkte sie, dass die normalerweise geschlossene Tür offen stand. Da alle ihre Mitbewohner schliefen, dachte sie, die Tür sei vermutlich aufgeweht worden. Sie legte sich ins Bett, um zu schlafen, doch etwas fühlte sich falsch an. Aus einem Grund, den sie mir im Nachhinein nicht erklären konnte, schaute sie unter das Bett. Dort sah sie den Mann aus der Bar. Er war ihr den ganzen Weg bis nach Hause gefolgt. Sie erzählte mir, dass sie ihn einfach eine Ewigkeit lang angestarrt hatte, während er sich nicht bewegte. Er atmete nicht einmal, so lange, dass sie dachte, er wäre gestorben. Dann ging sie ganz ruhig aus dem Raum und erzählte ihren Mitbewohnern, dass da ein lebloser Körper unter ihrem Bett liegen würde. Sie bewaffneten sich mit Baseballschlägern und fanden den Mann, als er schon halb aus dem Fenster geklettert war. Er schaffte es zu entkommen und rannte davon. Die Polizei wurde gerufen und da sie wussten, um wen es sich handelte, verhafteten sie ihn am nächsten Tag. Am meisten stört es mich, nicht zu wissen, was er damals mit meiner Mutter vorhatte. Der Typ bekam eine Geldstrafe und ihm wurde es verboten, die Stadt zu betreten. Meiner Meinung nach eine zu schwache Konsequenz.